Viele können den Schnee einfach nicht mehr sehen. Annika Ehlke. So geht es auch den Einwohnern im sächsischen Geier. Aber auf den Frühling freuen können sie sich auch nicht so recht, denn wenn die Temperaturen hier steigen, wird es extrem nass. Meterhohe Schneewände werden sich in Schmelzwasser verwandeln. Damit das nicht in Hochwasser ausartet und alles abfließen kann, werden nun vorsorglich Straßen und Gullis von den Schneemassen befreit. Rund 2500 Tonnen. Wir wissen nicht mehr, ob mit dem Schnee wohin wir da überhaupt noch hin sollen. Sie können ein Auto voll mitnehmen, auch mehrere Autos. Sie können auch noch Leute schicken, wer Schnee braucht, kostenlos abzugeben.